Mein Lieblingsbuch bei den Erwachsenen in diesem Sommer heißt auch fast so. Das ist Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ich bin ein großer Fan von Ewald Ahrens, einfach weil er so ganz wunderbar über Menschen erzählen kann. Es geht um Frieda. Frieda ist 17 und droht im Abitur durchzufallen, Mathe und Latein ganz schlecht. Und deswegen darf er nicht mit in den Urlaub fahren mit seiner Familie, die er übrigens sehr liebt und die lieben ihn auch sehr. Er muss bei dem sehr gestrengen Herrn Großvater bleiben. Der ist so eine Koryphäe in Naturwissenschaften und wird ihn unterrichten. Davor hat man ganz schön Angst. In diesem großen Sommer wird Frieda alles passieren, was wichtig ist im Leben. Die erste große Liebe, es wird um seine Freundschaft zu seinem besten Freund Johann gehen. Er wird jede Menge Unsinn anstellen und aus dem Unsinn muss er auch wieder rauskommen. Und dafür braucht er die Unterstützung von allen, die er kriegen kann. Und es stellt sich heraus, dass auch Großväter mit harter Schale manchmal einen weichen Kern haben und für ihn da sind. Es geht eigentlich um das große Thema, wie wichtig Dinge und Menschen in der Jugendzeit fürs weitere Leben sein können. Und das ist ganz wunderbar leicht erzählt. Es ist eine sehr sommerliche Geschichte, riecht nach Schwimmbad und Heckenrosen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.